So, liebe Zuschauer, nochmal Grüße in den Äther hier an dieser Stelle. Wir wollen heute zum Abschluss der Woche auf den DAX schauen und meinetwegen auch kurz auf die US-Indizes. Doch der DAX ist um einiges interessanter aktuell. Wir sehen nämlich folgende Situation: Der Index hier weiter im Rückwärtszug. Wir haben das Vorwochentief und auch das Vormonatstief unterschritten und sind auch hier unter die Range des Tages rausgelaufen, also hier speziell unter dem Bereich 11.150, 11.160 Punkte. Das ist definitiv ganz schön überspitzt aktuell. Hier heute 250 Punkte nach unten gedriftet, beziehungsweise wir sind ja vom Tagestief schon wieder ein Stück weit nach oben gekommen. Der DAX jetzt hier in dieser Situation, halten Sie den Chart im Auge, wenn wir diese Aufwärtstrendlinie verteidigen können, sprich auch jetzt hier in dieser 24-Stunden-JFD-Indikation im weiteren Handelsverlauf hier uns jetzt stabilisieren und der DAX nach oben drehen kann, dann sind die Chancen dafür ganz gut, dass wir in der kommenden Woche zumindest erstmal eine Erholung auf die vorangegangenen Verluste sehen dürften, also sprich auf die Ernüchterung von gestern und auch die weiteren negativen Tendenzen von heute. Es herrscht ein Stück weit Unsicherheit im Markt. Die Griechenland-Geschichte, keine Frage, schwelt noch immer, pleite oder nicht, hin und her. Das wäre natürlich alles am Wochenende, gerade wenn sowas übers Wochenende dann wirklich manifestiert werden würde, für den Montag ein höllisches Unterfangen. Aber nach aktueller Einschätzung hier der Technik, für heute dürfte eigentlich nicht mehr viel passieren. Grundsätzlich hat der DAX jetzt gute Rebound-Chancen, trotz der Unterschreitung des Vormonats- und Vorwochentiefs. Jetzt, wenn er sich hier wieder drüber rettet, sozusagen ja eine gewisse Erholung einzuleiten. Und das passt eigentlich ganz gut ins Bild dafür, dass der DAX jetzt grundsätzlich zumindest kurzfristig fertig sein könnte nach unten. Wenn es jedoch darum geht, hier das Bild auf Tagesbasis zu betrachten, und das tun wir jetzt mal, auch mit Blick auf die kommenden Woche, dann muss man sehen, dass der DAX hier das Level, was ich eigentlich hier schon ja fast schon übersehen hatte, vielmehr vor dem Hintergrund, dass mit der gestrigen starken Kerze, zumindest bis zum frühen Nachmittag, hier der Markt durchaus Ambitionen hatte, nach oben zu drehen, gesellte sich bzw. manifestierte sich in dem Zusammenhang hier dieses Widerstandslevel einmal mehr. Und ich erlaube mir jetzt hier diesen roten Pfeil dahin zu setzen. Das heißt, dass der DAX, selbst wenn wir dann in der kommenden Woche einen kurzfristigen Erholungsimpuls sehen, es schwer haben wird, hier diese Zone zwischen 11.350 und 11.400 Punkten nachhaltig zu überwinden. Erst wenn er hier per Close drüber geht, per Tagesschlusspreis über 11.400 Punkten, wären die Chancen relativ gut, dass wir dann diese obere Abwärtstrendlinie touchieren. Unterhalb dieses Levels bleiben aber Abwärtsrisiken bestehen, die im Prinzip jetzt daher ihre Fortsetzung finden könnten. Also hier mit dem gescheiterten Ausbruchsversuch. Wir sehen eben diesen Horizontalwiderstand hier sehr schön. Es war einst eine Unterstützung im Mai, dann hier Anfang Juni durchbrochen. Jetzt haben wir praktisch mit dieser Art Shooting Star Kerze gestern, deswegen der rote Pfeil hier oben drüber, so eine Art Bestätigung gesehen. Heute der Ausverkauf. Es spricht eigentlich fast viel dafür, dass wir unterhalb dieses Levels jetzt hier eine weiterfallende Tendenz aufwerfen und hier auch neue mehr Wochen-mehr Monatstief machen können. Und sozusagen in der nächsten Woche die Marke von 11.000 Punkten deutlich unterschreiten dürften. Das Ganze wäre nur hinfällig, wenn wir deutlich über 11.400 Punkte rausziehen, die Kerze von gestern auch überwinden und dann in diesem Kontext idealerweise sogar dann möglicherweise diese Abwärtstrendlinie des Abwärtstrendkanals, jene, wo ich jetzt draufstehe mit dem Pfeil, erst wenn es gelingt, darüber auszubrechen, dann hat sich wirklich das Bild zum DAX wieder bullisch aufgehellt und dann hätten auch wieder die Käufer sichtlich gute Chancen, hier den Markt nach oben aufdrehen zu lassen. Wir sehen zwar hier dann noch einige Horizontalwiderstände, gar keine Frage. 11.700 hätten wir hier und insbesondere das Niveau 11.875 ist ein Level, das muss man im Auge haben für den DAX, für den Fall, dass der DAX steigt. Aber aktuell mit der heutigen Schwäche, mit der Unsicherheit, wie gesagt, jetzt dürfte gar nicht mehr so viel passieren, aber gerade in der kommenden Woche unterhalb dieses Niveaus bleibt der DAX angezählt und das wäre jetzt mal nach aktueller Einschätzung die Sicht der Dinge, dass im Prinzip hier der DAX die Erholung seit der Wochenmitte aufgibt und hier vielmehr wieder die Tendenzen hat, nach unten wegzubrechen und insofern auch innerhalb dieses Abwärtstrendkanals jetzt sauber zurückzulaufen. Man kann das Ganze auch hier sozusagen jetzt mit Fibonacci sogar noch ein Stück weit einfangen. Das will ich heute mal ergänzen. Sprich hier das Tief der aktuellen Woche zum letzten Hochpunkt aufgelegt. Wir haben hier einen sauberen Rücklauf in die Retracement Levels gesehen. Also hier haben wir das 38er Level, hier das 50er, das 61er wurde nicht ganz erreicht. Und hier haben wir im Prinzip jetzt wirklich einen massiven Widerstand bestätigt. Auch der EMA 20 kommt von hier oben rein, der nicht per Close überwunden werden konnte. Das sieht meines Erachtens alles gar nicht mal so positiv aus. Und insofern muss man fast schon davon ausgehen, dass der Markt
in der kommenden Woche auch eine weitere Schwäche erfährt. Wenngleich heute, wie gesagt, der Weg nach unten eigentlich beendet sein dürfte, kurzfristiges Reaktionspotenzial kann man in der kommenden Woche bzw. vielleicht heute Abend auch noch unterstellen, aber dann dürfte der Weg eher gen Süden gehen. Dazu passt auch die Saisonalität der nächsten Tage. Sie sehen, relativ zäh, aber dennoch mit einer leichten Abwärtstendenz, dürfte sich also dementsprechend ein Stück weit negativ gestalten. Dehnen wir das Ganze mal aus auf die nächsten 40 Tage. Dann sehen wir hier, dass es eher ein Range-Markt werden könnte, ein zäher Seitwärtsmarkt, der aber, wenn wir uns den Chart betrachten, hier überwiegend durch die Bären dominiert sein könnte. Das alles, wie gesagt, erst hinfällig, wenn wir deutlich über 11.400 Punkte rausziehen würden, dann auch 11.500 Punkte entsprechend überschreiten. Unterhalb dessen ist der DAX meines Erachtens jetzt erstmal angezählt wieder. Gut, liebe Zuschauer, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, Sie hatten eine spannende, erfolgreiche Handelswoche. Ich wünsche Ihnen jetzt an dieser Stelle schon mal vorab ein sonniges, erholsames Wochenende. Wenn Sie mögen, hören wir uns am Montag wieder zum JFD-Devisenradar und dann natürlich den JFD-Live-Trading-TV-Sendungen untertags. Wenn Sie noch einen gewissen Wunschwert haben für die kommenden Woche, dann tragen Sie das doch einfach in dem Stream-Post unter den aktuellen letzten Stream-Post im Sinne der Ankündigung dieser Sendung ein. Sprich, welche Aktie, welchen Rohstoff oder welches Devisenpaar oder auch Index würden Sie gerne nochmal unter die Lupe genommen haben. Das ist sozusagen jetzt der Wunschaufruf. Ich sage erstmal jetzt an dieser Stelle danke fürs Einschalten und wünsche jetzt allen ein schönes Wochenende. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer.